Na? Lange Nacht gehabt, Glücksgöttin Fortuna. Manchmal geht gar nichts, da triffst du noch nicht mal das Tor. Du glaubst nicht an dich, bist klein wie niemals zuvor. Cocksparrow. Hier läuft Oilpunk. Im Stadion. Wo gibt's das noch außerhalb von England? Stadion-DJ Opa legt seit der vierten Liga für Fortuna auf. Er legt Wert auf Musik mit Haltung. Diese Kirmesmusik, die woanders läuft, die gibt's so zuhauf. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man auch mal als Verein sich positioniert und eben mal andere Sachen spielt. Und das können wir hier bei Fortuna ganz gut. Cheers, matey. Wenn dann irgendwelche Journalisten kommen von der BBC oder von irgendwelchen englischen Sendern und sagen, hey, why do you play punk rock in a German stadium? Dann fand das der Verein natürlich auch ganz cool. Wir haben noch genau 3 Minuten und 35 Sekunden bis zur Musik. Okay, okay. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man dabei haben muss. Also für mich jedenfalls. Also The Clash finde ich sehr, sehr wichtig. Die Ramones kann man eigentlich immer auflegen. Gute alte Freunde von mir aus Hamburg mit der genau der richtigen Einstellung. Ich finde, das muss auch mal sein. Die Jungs muss ich jetzt auch zeigen. Toten Hosen gehören natürlich dazu. Man sieht, die wird schon dann hier im Stadion häufiger benutzt. Die zerfällt schon so ein bisschen. Jungs, ich brauche dringend neue CDs. Ey. Düsseldorf, Ratinger Hof, Keimzelle für die deutsche Punkbewegung. Subkultur. War immer wichtig in dieser Stadt. Ob 50s oder 60s-Szene, alle zusammen für Fortuna. Das gilt bis heute. Durch die Oberliga-Zeit sind hier sicherlich noch viele von den Alten auch noch dabei. Da waren natürlich noch diese Zeiten, wo es auch Modskins, Teds, Punks und so weiter gegeben hat. Und viele gehen von denen heute auch hierhin. Jetzt ist natürlich auch übernommen worden, so ein bisschen von den Hip-Hopern, die ja auch als Underground-Szene noch dabei sind. Wir lassen zum Einlauf heute mal Tage wie diese laufen. Okay, check. Letztes Heimspiel gegen Kiel. Alle feiern. Und viele schwelgen. Da sind sie wieder, die Erinnerungen an den letzten Aufstieg. Relegation gegen Hertha, Platzsturm. Aus purer Freude. Nur leider zu früh. Alle wieder runter. Und Otto Rehhagel hat Halbangst. Sagt er später beim DFB. Die gute Nachricht, in Düsseldorf wurde keiner verletzt. Sondersendungen. Alle labern mit. Wirklich alle. Und manche müssen was vorführen. Totale Hysterie. Wer rettet den Fußball vor Fortuna? Dem kann man nicht mehr helfen, sagen wir es mal so. Und das Allerschlimmste, einer klaut auch noch den Elfmeterpunkt. Ich mag Chaos. Also ich fand auch den Aufstieg gegen Berlin super. Ich fand das super. Leute auf dem Spielfeld. Lumpi mit einer Bengalo. Aber die Frage ist natürlich, die Außenwirkung war schon katastrophal. Wobei das ungerecht war. Also ich habe nichts dagegen, wenn die Leute gleich auch aufs Spielfeld kommen und mal hier vorbeischauen. Dieses Jahr, dieser Aufstieg, das ist die Revanche dafür, dass wir betrogen worden sind, ums Feiern. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Jahr in der ersten Liga spielen, sondern es geht darum, dass wir das jetzt mal feiern dürfen, nicht wie 2012. Das ist der Unterschied. Fortuna-Bütchen, ein wichtiger Ort in Düsseldorf.
immer eine Reise wert. Der Robert De Niro, der war einmal in Düsseldorf gewesen. Und da hat er nur eins gesagt. Die Stadt ist zwar klein, aber das Schönste, was es gibt. Ihr könnt den Robert De Niro fragen. Stars müssen sich hinten anstellen. Alle übrigens. Sonst gibt's aufs Met. Also das Fortuna-Bütchen liegt unglaublich verkehrsgünstig. Es liegt an so einem Sammelpunkt, egal aus welchem Stadtteil man kommt, kann man sich hier treffen. Und dann noch eine knappe halbe Stunde, wenn man gemütlich fährt, fahren. Hier kann man sich nochmal stärken mit einem Bierchen. Und es hat auch eine soziale Funktion. Man trifft viele Leute, treffe ich nur hier. Das gehört für mich elementar wichtig für Fortuna. Jeder Zweite kommt mit dem Rad. Dicke Karren passen hier gar nicht hin. Ich meine, das sind ja jetzt auch hier verschiedene Menschen tagtäglich, die nicht so viel Geld haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier noch so ein kleiner Zufluchtsort ist, dass sie auch da mal hier der eine oder andere Hartz-IV-Empfänger sich auch noch ein Bierchen trinken darf. Bütchenkultur, alle sind gleich. Das ist das Zentrum, das Epizentrum Düsseldorfs hier. Das ist, hier muss hin. Hier trifft man sich. Hier trinkt man ein lecker Bierchen. Ja. Orlando ist Chef. Schroffer Ton, weiches Herz. Und das gehört der Fortuna. Ich bin Italiener, gebürtiger Italiener. Bin 51 Jahre in Deutschland. Und in Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf, war jung. Also, Düsseldorf steht für Fortuna. Du kannst jeden Düsseldorfer fragen, der steht für Fortuna. Un coin de rue. Une enfant. Belle. Très belle. Très belle. Schlingern. Die Wurzeln der Fortuna liegen hier. Fußball ist, glaube ich, nicht mehr der Fußball, den wir mal, also ich miterlebt habe, ne? Wenn die auf dem Acker gespielt haben oder hier auf Wiesen. Und heute muss ja alles perfekt sein. Ne? Und das ist, da hat sich schon einiges verändert. Hier verkehren echt alle. Fans, Ultras, Hools und sogar die Toten Hosen. Wenn ich was sage, die Jungs hören aufs Wort. Die können noch so groß und so breit sein, wenn ich sage, raus jetzt oder Ruhe hier. Tschö, Moni. In der Lärm, die Kuhle. Doucement. Für sein Schuh. Wie ich nach Flingern gezogen bin, haben die Leute die Nase gerümpft. Flingern, wie kann man in Flingern wohnen? Und heute kommen sie von der Kö und fragen, Moni, kannst du mir sagen, ob hier irgendwo eine Wohnung frei ist? Das ist heute schon mehr schickimicki. Live-Fußball gibt's hier nicht mehr. Zu teuer. Fortuna läuft im Radio. Das muss reichen. Ich wohne ja jetzt mittlerweile 48 Jahre in Flingern. Und dann bist du ja mehr Flingeraner als alles andere. Ne? Und Fortuna gehört einfach immer dazu, weil der Verein, ob sie gut gespielt haben, ob sie schlecht gespielt haben, war immer Fortuna, bleibt dann, ist dann halt, wächst ja mit dir zusammen. Ne? Kannst du mir erklären, warum die immer alle so moppern über die Fortuna? Die moppern, keine Ahnung, aber die rennen doch immer wieder hin. Ne? Und keiner lässt ja auch irgendwie was über Fortuna kommen. Ne? Alle sagen, ja, das ist komisch. Aber rennen tut er doch dahin. Also ist doch euer Verein. Ne? Irgendwie, glaube ich, gehört das Moppern so ein bisschen dazu. Ist das ein typisches Düsseldorfer Ding? Typisch Düsseldorf, genau. Die sind Tabellenführer und alle reden so. Ich höre Leute reden, die sagen, Funke mache die Mannschaft kaputt. Und das ist halt schon witzig, wenn die Tabellenführer sind. Schönen guten Tag. Jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft, ach, zu dir zu kommen. Hinter dem Funke. Wie geht es heute? Ja, gut geht es. Ich wollte was essen. Hast du was da? Eine Bockwurst? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Bockwurst und so ein Brötchen. Ja. Legst du die da rein oder wie? Ja, ne? Ein Brötchen rein. Ja, ja. Ja, genau. Mit Senf oder mit Ketchup? So. So wie die so. Komm mal her. Und einen schönen mit
Nee, mehr Brötchen nicht, das ist zu viel. Okay. Das ist zu viel. Ich muss auf meine Linie achten. Ja. Nee, ich laufe ja nicht mehr so viel wie die Spieler. So, willst du auch mal trinken? Ja. Eine Cola. Ne? Und ich beiß schon mal rein. Ja, mach das. Hm. Und sagst mir, ob die dir auch schmeckt immer. Hm. Aber ehrlich. Hm. Die schmeckt nicht. Doch, die schmeckt. Super. Jeden Tag. Ganze Jahr durch. Ich habe Fortuna immer verfolgt, weil ich auf der anderen Rheinseite groß geworden bin. Aber seit März 2016, wo ich verantwortlich bin für die Lizenzmannschaft von Fortuna Düsseldorf, habe ich erst mal so richtig kennengelernt, was Fortuna für Düsseldorf heißt. Mit Frieden funkele, mir Düsseldorfer Schunkele. Ein eigenes Karnevalslied hat er schon, seit er Fortuna gerettet hat. Letztes Jahr war das, vor der dritten Liga. Ich bin unglaublich gerne hier am Mittelrhein. Im Rhein habe ich übrigens als kleines Kind, das ging früher noch mal, schwimmen gelernt. Da bin ich mit meinem Großopa, allerdings auf der anderen Rheinseite in Neuss, immer zum Schwimmen gefahren. Und die Strömung war vielleicht auch noch nicht so gefährlich. Wir konnten da auf jeden Fall drin schwimmen. Und da habe ich schwimmen gelernt. Ne? Aber das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her. Ne? Also ein bisschen länger schon, aber ja. Aber ich kann mich daran erinnern, wenn ich jetzt hier sitze, dann läuft das ein oder andere bei mir im Kopf ab, was du da am Rhein eigentlich schon alles gemacht hast. Haben Sie geangelt eigentlich mal im Rhein auch? Nee, das habe ich nicht. Das ist zu langweilig. Warum nee? Was? Warum nee? Keine Lust mehr? Das ist zu langweilig. Ich hatte Jahrzehnte nur Fußball im Kopf. Das war ein Schnelllauf dann durch die Bundesliga mit Kaiserslautern und Uerdingen. Dann bist du auf einmal Trainer gewesen. Das bin ich jetzt auch schon 27 Jahre. Aber in den letzten Jahren habe ich halt gelernt, auch an andere Dinge öfter zu denken. Ja, auch andere Dinge zu genießen. Wenn es schlecht lief, warst du schlecht gelaunt. Und irgendwann hast du ja auch gespürt, du alleine bist ja gar nicht der Schuldige dafür, dass es schlecht läuft. Ja, das sind die anderen auch noch. Und es gibt manchmal unglückliche Umstände. Das kannst du erst mit dem Älterwerden, in Anführungsstrichen, lernst du das und kannst damit auch vernünftig umgehen, ohne das eine oder das andere zu vernachlässigen. Friedhelm Funkel hat einen erstaunlichen Imagewandel hingelegt. Ne? Früher galt er als Erzlangweiler, als einer, der ganz, ganz unattraktiven Fußball spielen lässt. Aber inzwischen lernt man den ja wirklich neu schätzen. Da hat er neulich diese schöne Schnurre erzählt, wo Julian Nagelsmann und diese anderen jungen Laptop-Trainer ankamen und Friedhelm Funkel gesiezt haben. Und er sagte, seid ihr total bescheuert? Ich bin doch der Friedhelm. Und das sind natürlich so wunderschöne Sachen, wo man so merkt, Friedhelm Funkel ist lockerer geworden. Der sagt, mich kann in dem ganzen Business überhaupt nichts mehr schocken. Und ich glaube, diese Lockerheit, die er inzwischen ausstrahlt, die überträgt sich dann auch auf die Mannschaften. Und der Fußball ist ein kleines bisschen attraktiver geworden unter ihm. 90. Minute, Dresden. Und Tor! Neunzigste Minute im Wilka Hetz. Ja! Wir können nicht normal aussteigen. Weißt du, mit 10 Punkten Vorsprung müssen wir es nochmal eng machen. Und als dann Hennings eben diese Situation hatte, alle brüllen, hey, spiel ab. Und er so, nee, ich spiel nicht mehr, aber ich mach das Ding jetzt. Großartig, das ist Fortuna. Richtige Freude kommt ja nur auf, wenn du auch richtiges Leid kennst. Wenn du auch die ganze Scheiße auch mal miterlebst und dann gewinnst, das ist ja unbezahlbar. Das ist ja eine Stimmung, die gibt's ja sonst nicht. Abpfiff in Dresden. Ich hab fast eine Herzattacke gekriegt. Hallo? Müssen die das immer wieder so spannend machen? Ich nehm schon Blutdrucktabletten. Friedhelm Funkel steigt zum 6. Mal in die Bundesliga auf. Das wird ihm so schnell keiner mehr nachmachen. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Da kam Marcel Sobotka auf mich zu. Und das habe ich bisher noch nirgendwo erzählt, das ist wirklich exklusiv. Und kam zu mir und sagte, Trainer, wenn Sie jetzt zu den Fans gehen, ersparen wir Ihnen die Strafe. Die Strafe ist folgendermaßen zustande gekommen. Beim Essen hat mein Handy gebimmelt.
Und das kostet Geld. Und der Trainer muss doppeltes Geld zahlen. Das ist nicht so wenig gewesen. Und dann habe ich überlegt, okay, da spare ich ja Geld. Und da gehe ich in die Kurve. Und dann war das nächste Problem, die Mauer, die war ja bestimmt 3 Meter hoch. Ja, ich sage, wie soll ich denn da hochkommen? Ich kann da nicht klettern. Ja, aber da waren schon 3 oder 4 Fans, denen ich das zugetraut habe, mich festzuhalten. Die haben mich dann da hochgezogen, ja, und dann war ich oben. Und da sind wirklich alle Gefühle nochmal hochgekommen von all den Spielen, die jetzt waren. Die Freude der Leute im Gesicht zu sehen, dass wir als Mannschaft, als Trainer, das diesen Fans ermöglicht haben. Das hat mich stolz gemacht. Und man hat ja auch die eine Szene in den Bildern gesehen, wo ich so gemacht habe. Das war ein Zeichen, da, die Mannschaft, die hat das verdient. Ja? Die hat das verdient, die Mannschaft hat das verdient. Und ich bin Teil der Mannschaft, also habe ich es auch verdient. Party in der Kabine und Singen über den Wolken. We need air condition, please. Zweite Liga war schön. Zeit für uns zu gehen. Von Bilk nach Flingern. 95, allgegenwärtig. Fortunas alte Spielstätte Flingerbroich. Wir sind der Club der Stadt. Wir kommen aus Flingern, ein Arbeiterviertel, aber wir sind genauso für Menschen von der Köhe oder von anderen Vierteln da. Also wir sind eben für die ganze Stadt und das müssen wir auch abbilden. Müllverbrennungsanlage neben den Plätzen für die Jugend. Dr. Reinhold Ernst und Robert Schäfer bemühen sich, die Fortuna irgendwie konkurrenzfähig zu machen für die Bundesliga. Das ist da, wo sich unsere Jugendmannschaften aktuell umziehen müssen. Genau. Und man sieht, um es charmant zu formulieren, es ist etwas in die Jahre gekommen. Genau. Sehen Sie da oben, also noch hält alles, aber man merkt, wir bauen gerade rechtzeitig wieder neu. Es geht voran am Bau des Nachwuchsleistungszentrums. Bloß keine Abgänge mehr Richtung Gladbach oder Köln. Ich bin Mitglied, ich zahle dafür. Die machen wunderbare Jugendarbeit. Wir können uns jetzt endlich ein Steinhaus leisten. Deswegen liebe ich den Verein, ja. Man sieht immer wieder auch, dass es immer wieder Aktivitäten von Fans sind, die den nächsten Schritt auch gehen. Also diese Beteiligung auch bei der Besetzung von Posten und so weiter, da sind immer auch Fans beteiligt. Wir sind ein Teil davon. Es gibt keine Trennung zwischen Verein und Fans, sondern es ist eine Einheit. Und das haben ganz wenige Vereine, nach meinem Wissensstand zumindest. Ja, wir sind ein Verein, das wollen wir bleiben. Ja, und wir möchten auch zeigen, dass man als Verein mit Fans und Mitgliedern in Rechenschaft gegenüber den Mitgliedern, das ist kein einfacher Weg, aber das wollen wir bewusst, auch den Fußball voranbringen kann. Wie alle anderen Bundesligisten auch. Die Fortuna muss unbedingt ihre DNA bestimmen. Klar, Tradition hat der Meister von 1933 auf jeden Fall. Heimat, Gemeinschaft geht klar, Respekt auch. Ja. Es braucht Werte, die sich aus einem Verein heraus ergeben. Also ein Verein sind ja seine Mitglieder. Und die Werte, die diesen Mitgliedern folgen, das ist das, wonach wir auch handeln wollen. Und das haben wir eigentlich in der DNA nur zusammengefasst. 3000 Interviews geführt, Online-Befragungen gemacht und dann eigentlich daraus nur das abgeleitet, was unseren Mitgliedern wichtig ist. Und ich finde, das ist nicht verkehrt, das zu haben. Also ich brauche sie nicht. Ich werde auch meiner Tochter die DNA, die ich ja lebe, weitergeben. Aber im Fußball sind so viele fremde Personen, die alle 2 Jahre den Verein hin und her wechseln. Nicht nur Spieler, wie es früher war, sondern jetzt ja auch im Vorstand, im Aufsichtsrat. Vielleicht ist für die das ganz gut, dass sie zumindest wissen, der eine Verein spielt in Rot-Weiß und der andere spielt in Blau-Weiß. Marketing-Coup. Fortuna hat jetzt eine eigene Typo. Gebogene Oberlänge beim großen F, Punzen beim kleinen G, gerundeter Arm beim großen N. Wir sind der einzige Fußballverein in Deutschland, der eine eigene Schrift, Fortuna Sans, hat, die abgeleitet ist aus unserem F, ein ganzes Alphabet, was dazu führt, dass wir mit jedem Buchstaben, den wir schreiben, Fortuna schreiben. Eigene Schrift.
Dafür kein Slogan. Wie sonst bei den anderen Clubs im Westen. Angenehm. Ja, wir brauchen keinen Claim, um uns darzustellen. Ne? Also Fortuna ist Fortuna, da brauchst du keine wahre Liebe oder spürbar anders oder wie auch immer. Ist halt einfach Fortuna, ne? Und dann will die Fortuna aber doch noch ganz viel mehr sein. Humorvoll. Mutig. Nicht schlecht für einen Aufsteiger. Mit Ecken und Kanten und leidensfähig. Aber das haben sie ja schon oft bewiesen. Das ist dein Verein. Du gehst jetzt zu den Spielen, du triffst dich hier mit deinen Freunden, gehst dahin, schon immer. Da gehört irgendwie dazu. Ich finde gar nicht, das ist ein großes DNA-Thema, sondern ja, das ist es einfach. Wenn man ein richtiger Fan ist, dann wechselt man ja auch nicht den Verein, oder? Hat das schon mal jemand gemacht? Nee. Da hat man vielleicht eine neue Freundin, eine neue Frau, aber den Verein wechselt man nicht, dem bleibt man treu. So. Ja. Das ist alles nur Schall und Rauch. Also der Geist, der findet woanders statt. Ja? Das ist so wie hier jetzt oder im Stadion, auf der Südtribüne, Paulianisch-Stadion seinerzeit. Das war eine Einheit. Wir haben da gestanden und es war eine einzige Solidarität. Und völlig egal, was da passiert ist. Das ist das, was es ausmacht. Fortuna stand schon mit ganz, ganz vielen Beinen im Grab. Abstiege in dritte und vierte Liga sogar. Dabei hatte Fortuna die Bayern mal 7:1 vernichtet. Und zweimal hintereinander den Pokal hochgehalten. Dann einschalten. Eurovisionshymne für Fortuna gegen Barcelona. Endspiel 79, Basel. Sogar ein Tor geschossen mit zwei Beinen von zwei Brüdern. Alofs. Geile Zeit. Fast genauso geil. Der Meier hat gefickt. Ungewöhnlich, suffisant, ein Fangesang des übrig gebliebenen harten Kerns. Immer wenn ein gewisser Frank Meier Tor um Tor in immer und immer tieferen Ligen schoss. Der Meier hat gefickt, auch Synonym für den schleichenden Abstieg. Also wenn ich höre, HSV-Fans leiden, noch nie abgestiegen aus der Bundesliga, was soll man denn da leiden? Also schlechten Fußball habe ich in Düsseldorf eigentlich zu 80% aller Spiele gesehen. Wir wissen aber auch, wie das ist, ganz am Arsch zu sein. Wenn deine Gegner in der Amateurliga von der Arbeit kommen, von der Schicht kommen, auf Fußballplatz, ja, dann weißt du, was los ist. Jeder Mensch, der liebt nun mal stolz sein Heimatland. Das Altbierlied. Der japanische Männerchor probt. Es endet in der Altstadt. Fortuna Düsseldorf ist endlich vor kurzem aufgestiegen. Ne? Wunderbar. Ja, mit der guten Zusammenarbeit mit Usami und Haraguchi. Ne? Ein Hauch von Glam. Nationalspieler Haraguchi. Ich habe mich schnell an das Leben in Düsseldorf gewöhnt. Berlin ist zwar eine tolle Stadt, aber ich mag Düsseldorf lieber. Ich genieße es sehr, hier zu leben und dann auch noch Fußball zu spielen. Treffen nach dem Training. Besprechung mit Gengo Seta, der Mann hier in Schwarz. Er ist so etwas wie die Verbindungsperson von Fortuna zur japanischen Gemeinschaft, sowohl in Düsseldorf als auch außerhalb. Wenn die so einen Topspieler wie Taka oder Genki bei uns spielen, dann haben wir dann natürlich eine ganz große Aufmerksamkeit von der japanischen Gemeinde hier in Düsseldorf, aber nicht nur davon, ganz große Aufmerksamkeit aus Japan auch, weil die beide aktuell Nationalspieler sind. Das macht kein anderer Bundesligist. Viermal im Jahr produziert der Verein ein japanisches Fanmagazin mit Stories über Haraguchi und Usami. Mittlerweile kommen immer mehr japanische Journalisten zu den Spielen in die Arena. Vor der Fußball-Weltmeisterschaft können gar nicht mehr alle Anfragen bewältigt werden.
Während Vereine wie Borussia Dortmund extra nach Japan fliegen müssen, um neue Märkte zu erschließen, hat es die Fortuna etwas leichter. Über 1000 Fans kommen mal eben zu einer Autogrammstunde in Düsseldorf. Hier in Düsseldorf zu leben für Japaner ist deutlich leichter als andere Städte. Das japanische Viertel rund um die Immermannstraße. Bisweilen macht es den Eindruck, in Little Tokyo zu sein. Gengo Seta geht einkaufen. Also die Frauen kochen zu Hause und meistens japanische Küche, japanisches Essen. Von daher, wenn man hier sowas kaufen kann, ist natürlich so ein mega, mega große Freude. Also nicht nur Spieler, nicht nur Spielersfrau oder allgemein die Japaner. Ne? Können Sie hier anders entspannen als vielleicht auch in der Heimat? Ja, also für uns schon kein großes Unterschied. Also Taka hat dann zum Beispiel bei dem Interview gesagt, dass er manchmal so vergessen hat, dass er in Deutschland ist. Das ist ein Kompliment für Düsseldorf. Ja, also absolut. Sehr große Ehre als Düsseldorfer, kann man sagen. Glücksgöttin Fortuna. Im Rollstuhl zu den Dreharbeiten mit Halbangst. Seit 6 Jahren produzieren diese Fans Musikvideos, offenbar aus gutem Grund. Nach dem Relegationsspiel, Otto Rehhagel, Platzsturm, der sagte auf die Frage, ob er Angst gehabt hat, auf dem Platz da mit den ganzen Rentnern, Kindern und so, hat er sich an den Weltkrieg erinnert und hat gesagt, er hätte halb Angst gehabt. Vollkommen richtig. Also vollkommen richtig. Und deshalb haben wir uns zusammengetan, wollten allen mal zeigen, vor wem die Leute Angst haben sollten. Also zumindest halb Angst, nämlich vor uns. Freaks. Im Gebäude der Bezirksregierung Düsseldorf. Im Grunde genommen ist das Ausdruck unserer Therapieform, die wir damals gefunden haben. So eine musikalische Therapie, andere Leute singen und klatschen und wir haben gesagt, wir machen einfach Musikvideos. Das Haus vom Fee. Flashmob auf der Kölner Domplatte mit Ex-Torwart Schorsch Koch als Hulk. Rom, spanische Treppe. Oder Basel, Endspielort 79 gegen Barcelona. Nicht schlecht, aber Angus Young von AC/DC. Alright. I like Fortuna, cause it's rock and roll. Mega. Dreh am Fortuna-Bütchen. Die Rollen sind klar verteilt. Hamburger und Kölner auf der einen. Weiter. Halbangst auf der anderen Seite. Die Glücksgöttin muss langsam aus dem Puschen kommen. Du Auto mit der Schlampe hier ab, ey. Dank Türvorsteher wird sie gerettet. Glücksgöttin, Fortuna, aufwachen, wir spielen, wir brauchen dich. 6 Jahre bisher, komm her. Ach ihr Pisser, wir sehen uns doch eh nie wieder. Nächstes Jahr Magdeburg und Paderborn. Viel Spaß, du. Auf Krücken hoch in die Bundesliga. Das passt zu diesem Verein. Wir sagen Danke für den Aufstieg. Wir bleiben.